Das neue Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine neue Ballstars und heute werden wir mal den Ballball-Modus spielen und zwar 5 Runden und immer wieder mit Randoms im eigenen Team und auch mit Randoms im gegnerischen Team und mal schauen, ob wir dann mehr Runden gewinnen oder verlieren. Wir spielen das Ganze im Best of 3, das bedeutet, wenn ich dreimal gewinne, habe ich gewonnen, wenn die Randoms dreimal gewinnen, haben die Randoms gewonnen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Und da es halt auch immer andere Randoms sind, ist es halt mega lustig, mal zu schauen, wie gut auch die Randoms sind. Ob die was drauf haben. Wenn du da Rang 19 mit Benny zum Beispiel spielst, ob auch die Gegner was drauf haben. Das ist immer ganz interessant zu wissen. Dick war auch tot. Aber der Leon kann das nicht so gut. Oh, der Hit hätte auch sitzen müssen eigentlich. Ich glaube, ich werde auch, darf man eher defensiv einsetzen. Der Leon spielt nicht so richtig zusammen. Ah, ich hab gerade gedacht, vielleicht habe ich auch Terror. Aber ich habe da nicht Terror, ich habe ja Benny. Null. So. Damit können wir eigentlich gewinnen, wir sind dauernd auf der gegnerischen Hälfte. Wir machen das nicht schlecht auf jeden Fall. Wir haben nur gar keinen Ballaffekt gerade auf, der die Mauern zerstören könnte. Und jetzt müssen wir mal rein. Sehr schön. Sehr schönes Tor. 1-0. So defensiv würde ich es auch nicht anlegen. Oh, das hat er gut gemacht. Das hat er mega gut gemacht, dieser Spike. Danny King hat das richtig stark gespielt gerade. Wir kriegen den zwar nicht rein, aber das hat er wirklich, wirklich gut rausgespielt. Mega stark gespielt gerade von Danny. Aber die Rosa, das ist gefährlich auf jeden Fall. Die ist gefährlich für unser Team. Aber die Ulti von Spike ist halt auch mega krass. Stark. Gewonnen. 1-0 für uns. Sehr starke Runde. Und es gibt mal ein 1-0 für uns. So, wir gehen wieder raus. Aus der Runde, damit wir den neuen Random spielen können. Jetzt machen wir noch die Chest auf. Wir hoffen auf einen Brawler endlich mal. Es kommt wieder nichts raus. Aber 3 Juwelen. So, ohne Nummer 2. Okay, jetzt haben wir Bo, Bull, Benny. Wir haben. Oh, 2 Nahkämpfer. Das ist nicht gut. 2 Nahkämpfer auf dieser Map ist auf jeden Fall nicht gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Auch da noch Jesse. Ich habe nicht Benny, sondern Jesse haben die noch. Und somit steht jetzt 1-0 für die Gegner. Ja. Die haben jetzt die bessere Combo auf jeden Fall. Oh, den muss er kriegen. Okay, nice. Das war komplett dumm gepusht. Und wir haben ein kleines Problem. Ja. Irgendwie werden wir keine Chance haben. Deren Combo ist wirklich stark. Oder eigentlich ist unsere nur nicht gut, sagen wir es mal so. Geht auch nicht vor, also auch er weiß glaube ich nicht, wie man den Modus richtig spielt. Komm, hast du? Nein, hat er natürlich nicht.
Wir müssen jetzt gut Schaden verteilen, aber ich verteile denen halt auch 0 Schaden. Ich triff die. Oh, okay, das war nice. Oh, aufpassen auf den Bull. Au, oh, da ist der Ball. Das ist nicht gut. Oh. Nochmal der Saved. Aber ich sag's dir, es ist keine gute Runde. Ja, so stark. Er spielt. No. Oh Gott. Herr Bringer macht ihn nicht ins Tor, sondern schießt ihn vorbei. Oh, wie bitter. Wie bitter, dass er den Ball vorbeischießt. Somit 1-1 kann man sagen. Eins für die Randoms und eins für uns. Okay, wir haben. Oh, Boko, Ballball. Das ist noch so eine Sache. Der kann gut sein, muss aber nicht. Das kommt auf die Map an und die Map. Oh, Bibi, Rico, das ist eine starke Kombo von den Gegnern. Gegner haben eine starke Kombo. Und der rennt jetzt durch, das sage ich dir. Er rennt nicht durch. Nochmal Glück gehabt. Das war gefährlich gerade. Ja. Schön daneben geschossen auf jeden Fall. Von Rico. So, wir geben den jetzt mal den Ball. Der wird gleich ulten versuchen. Ja. Oh, trifft mich aber auch noch knapp. Okay, aber die kommen immer nicht mehr vor. Da sind sie zu weit weg. Mal da defensiv platzieren. Ich glaube, defensiv bringt das mehr als wie offensiv. Das war nicht schlecht, dieser Hit. Der Hit war auf jeden Fall wichtig. Die kommen auch nicht nach vor, also gerade ist es so für beide nicht produktiv, was sie machen. Und ich glaube, später im Verlauf könnten wir sogar mehr Chancen haben mit Boko und Benny. Sollte es in die Verlängerung gehen. Wir wollen gerade ulten. Nice. Der Hit war gut. Oh, da drin campt irgendwo der Frank. Der wird dann ulten. Ja, der campt noch immer da drin. Man sieht da, das ist ein ausgeglichenes Duell, denn beide kommen nicht nach vor. Ja, schöner Hit. Oh, oh. Er erwischt mich genau noch. Jetzt können wir ein kleines Problem bekommen. Denn jetzt geht's auf und jetzt wird er schießen. Und er ist drin. Mann, ich hasse diesen Modus oft. Zwei, eins. Okay, wir haben eine Terra, eine Shelly. Die Gegner Rosa. Bo schon wieder. Oh, der ist low, der Bo.
nicht gut gespielt. Okay, es war knapp schon wieder. Wir müssen die Runde jetzt gewinnen, sonst haben wir diese sozusagen Fußball-Volleyball-WM verloren. Zumindest mit Randoms. Wir können das auch gerne mal mit euch machen, Leute. Mal so eine WM, so vier Teams oder so, so eine kleine WM, Mini-WM, so als Videoformat. Das können wir auch gerne mal mit euch machen. Übrigens, was auch noch zu erzählen gibt, es gibt drei neue Starborn im Spiel. Wir haben die von Leon, wir haben die von... warte mal. Leon, Spike, glaube ich, und noch eine neue. Komm, schieß. Oh, er stirbt sogar noch. Oh Mann. Komm jetzt nur zu Ulti. Okay, krieg ich es noch so. Ist auch nicht die beste Rosa bei den Gegnern. Oh mein Gott. Ich hasse diese Mine. Die Mine vom Bosen wirklich OP. Das sind noch mehr Minen. Gesaved. Ey, wie viele Minen kann der setzen, der Typ? Oh yeah. No way, wir haben so viel Pech heute, Leute. Wir haben so viel Pech. Wieder eine Sekunde vor Ende des Games, Leute. Ey, das ist auch so viel Pech. Ja. Meine minus 15 plus 8, das sind am Ende dann minus 7 Trophäen. Ja. Am Ende hat sie, wir haben also locker und ganz klar verloren. Kann man leider nichts dagegen machen. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es hätte besser laufen können. Und wir können das gerne mal mit euch probieren dann später mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten.